Wie gut ist eine Gaming-Maus für 4 Euro? Und ich weiß echt nicht, ob die wirklich gut ist. Aber das teste ich jetzt aus. Ja, dann holen wir die jetzt erstmal zusammen. So, aufmachen. So, das braucht nicht ganz so ordentlich sein. Und schon haben wir sie offen. Und auf den ersten Blick für 4 Euro sieht die ganz okay aus. Die RGB-Beleuchtung ist auch naja. Und vergleichen mit meiner teuren Maus braucht man die natürlich gar nicht. Weil das ist einfach klar, dass sie schlechter ist. Also, wenn man nicht so viel Geld hat. Oder einfach nicht so viel Geld ausgeben möchte, geht das definitiv fit. Also, Jungs, da kann ich die 4-Euro-Maus definitiv empfehlen.